das Rennen war eben ein bisschen kurz für mich. Und gut, ich habe einen schlechten Start gehabt und bin dann hinter den Langsamen hergefahren und kam nicht vorbei allerdings. Und habe es dann ein bisschen vielleicht mit Gewalt versucht und der Prinz hat sein königliches Recht genommen, sich wahrgenommen, hat dann reingezogen und da haben wir uns halt getroffen dann in der Kurve. Und dann war es dann für mich aus, mein Motor ist abgestorben und ich konnte dann zuschauen. Schon ein Rezept, wie man jetzt an all diesen Autos da vorne vorbeikommt? Ja, schnell starten und ja, danach wird es sicherlich schwierig, weil ich glaube, auf der Distanz gesehen sind wir ganz gut sortiert. Ich habe also recht harte Reifen und werde jetzt schauen, dass ich ein bisschen langsamer an die ganze Sache rangehe, ein bisschen geduldiger und dann werde ich schon nach und nach hoffentlich bis nach vorne kommen. Geduld ist angesagt bei Nissan und Sascha Maaßen. Was sich sonst jetzt alles abspielt auf den nächsten 100 Kilometern, sagt Ihnen Thomas Vogt. Tja, ich bin leider kein Hellseher, also wenn ich das schon wüsste, was ich jetzt tun würde in den nächsten 100 Kilometern, es sind 26 Runden zu fahren in diesem Rennen, dann wäre ich jetzt etwas froher, aber wir wollen uns ja diese Spannung behalten und wenn es genauso zugeht wie im Sprint, dann können wir und die Zuschauer zu Hause wie auch hier an der Rennstrecke zufrieden sein. Der Blick auf den Stand in der Tabelle nach dem Sprint, es war klar, dass Emanuele Pirro seine Führung verteidigen würde, Tamara Vidali und Chris Nissen weiter auf den Plätzen 2 und 3 und auch Steve Soper ist auf Platz 4 geblieben, aber er hat natürlich seinen Abstand zur Spitze mit dem Sieg im Sprint reduziert. Die richtigen Punkte, die gibt es jetzt gleich im Rennen. Doppelte Anzahl für die 100 Kilometer. Die Distanz ist ja auch doppelt so lang im Rennen wie im Sprint. Die erste Startreihe sieht genauso aus wie vorhin im Sprint. Ein weißes Auto und ein gelbes Auto. Der BMW von Steve Soper und der gelbe Peugeot von Laurent Aiello. Sie tun sich sicherlich schwer zu Hause, die Autos zu unterscheiden, speziell bei BMW. Das Fahrzeug von Steve Soper erkennen Sie an den roten Aufklebern an der Frontpartie und auch an den roten Außenspiegeln. Das Fahrzeug von Jörg Müller an den weißen Spiegeln. Alexander Burgstaller ist an den blauen. Die erste Reihe, Soper und Aiello, wie gehabt nach dem Training. Die zweite Reihe hat sich verändert mit Emanuele Pirro und Jörg Müller, der sich eine tolle Aufholjagd geleistet hat. Karl Wendlinger und Philipp Peter also nebeneinander in Reihe 3. Könnten wir zurückdenken an Zolder. Christian Abt und Chris Nissen, wieder zwei Teamkollegen gemeinsam in der vierten Reihe, bestätigen ihre starke Leistung vom Auftakt. Alexander Burgstaller jetzt mit neuer Scheibe in Reihe 5 neben Klaus Niedzwitz. Reihe 6, Tamara Vidali, also etwas weiter vorne als nach dem Training. Und auch Roland Asch im Ford Mondeo jetzt in einer besseren Ausgangssituation. Alfred Heger neben Ivan Capelli. Heger klagt nach dem Sprint über nachlassende Motorleistung. Ralf Kalaschek und Franz Engstler, der sehr zufrieden waren mit seinem Sprint im Alfa Romeo in der achten Startreihe. Anthony Reed nach einem Ausrutscher in der allerletzten Runde nur in Reihe 9 neben Terry Hutzen. Er hatte versucht, Ivan Capelli seinen Teamkollegen zu überholen. Alexander Gagel und Marc Gindorf, die BMW-Privatfahrer in Reihe 10. Gindorf übrigens diesmal mit einem weißen Auto, bisher war er ja immer mit einem dunklen Auto unterwegs. Die 11. Reihe, Michael Heigert und Marco Werner. Da gab es ein Problem mit dem Gaspedal, mit dem Gaszug. Jetzt ist der Opel Vectra wieder am Start. Dahinter noch Armin Hahne und Prinz Leopold von Bayern. Beide ausgefallen im Sprint. Genauso galt das für Sascha Maaßen, der allein nun steht in der 13. Reihe. Wir haben ihn ja gerade für Sie vor dem Mikrofon gehabt. Die Meldung, die gerade aus der Startaufstellung noch zu uns kommt. Franz Engstler ist stehen geblieben am Vorstart. Das heißt, er muss jetzt hinter dem Feld herfahren, muss aus der letzten Startreihe starten. Und er wird jetzt sogar in die Boxengasse zurückgeschoben. So die Informationen aus der Box. Also für Franz Engstler, nachdem es so gut lief im Sprint für dieses kleine Privatteam, das gerade einmal mit drei festangestellten Mechanikern hier auftritt. Jetzt dieses Rennen möglicherweise schon vor dem Start zu Ende. 100 Kilometer gibt es jetzt zu fahren. Das heißt, die Fahrzeuge sind jetzt mit anderen Reifen ausgerüstet als vorhin beim Sprint. Da konnte man eine etwas weichere Reifenmischung wählen. Jetzt über die längere Distanz muss man zwangsläufig mit härteren Reifen antreten. Und das könnte im Laufe dieses Rennens ein Vorteil sein für die allradgetriebenen Audi A4. Obwohl diese Strecke von Assen mit ihren überhöhten Kurven und dem sehr flüssigen Streckenverlauf nicht besonders anspruchsvoll ist für die Reifen, kein Vergleich zu der Strecke von Zolder, die doch sehr rutschig ist und einen rauen Belag hat. Die Zuschauer warten jetzt gespannt auf den Start. Die Fahrzeuge kommen bereits wieder in die Startpositionen. Steve Soper muss wieder mit der für ihn ungünstigeren Außenbahn leben, aber vorhin im Sprint hat das ja wunderbar funktioniert. Er hatte den besten Start aus der ersten Reihe und konnte so als Führender in die erste Kurve einbiegen. Der Supercup
Super Tourenwagen Cup wird Ihnen präsentiert von Telly D1. Runden, liebe Zuschauer, gilt es jetzt zu absolvieren. Das Feld ist fast komplett wieder in der Starterstellung vorhanden. Am Auto von Thierry Boutsen wurde im letzten Moment noch gearbeitet. Franz Engstler, erfahren wir, hatte etwas Ärger, weil die Bodenfreiheit seines Alfa Romeo nicht dem Reglement entsprach. Das gab es schon im Training, aber das interessiert uns jetzt nur noch am Rande, denn wir konzentrieren uns jetzt ganz auf den Sprint zur ersten Kurve in diesem Rennen. Das wird wieder sehr spannend werden, ob Steve Soper einen genauso guten Start hinlegen kann wie zuletzt im Sprint. Daneben Laurent Aiello und Peugeot. Der Heckantrieb normalerweise etwas besser beim Start als die Fronttriebler, die meisten mit durchdrehenden Rädern zu kämpfen haben. Ganz hinten gibt es Probleme am Auto von Sascha Maaßen. Da sind die Alarmblinker an, die Tür ist auf. Ich weiß nicht, wie die Rennleitung jetzt darauf reagieren wird. Das Auto steht in der letzten Reihe und ist insofern eigentlich gar kein Problem. Da haben wir diese Situation, Maaßen mit Alarmblinker an. Es geht also weiter, unglücklich weiter. Und jetzt geht es los am Start. Motoren heulen auf, alle in den Drehzahlbegrenzern. Rotes Licht, grünes Licht. Und Soper kommt wieder besser weg als Laurent Aiello. Man hat hier wohl erneut gut gestartet. Hinten bleibt Sascha Maaßen stehen. Aiello biegt als Zweiter ein. Piero Dritter, Müller Vierter. Alle ganz, ganz brav in dieser ersten Kurve. Auch im Hinterfeld, da fährt zwar Michael Heigert etwas über die Wiese, aber es geht alles gut. Die Fahrer wissen natürlich, dass hier das Rennen nicht in der ersten Kurve zu gewinnen ist. 100 Kilometer gilt es zu absolvieren. Und die Reifen werden eine entscheidende Rolle spielen. Soper und Aiello schon wieder auf und davon. Dann Piero Wendlinger außen herum vorbei an Jörg Müller. Dahinter Klaus Niedzwitz hatte eine Attacke gestartet auf einen der Werksauto. Aiello ist schon wieder dran und Soper. Er schiebt ihn jetzt förmlich. Er hat gesagt, im Sprint hat er nicht alles riskiert. Jetzt im Rennen aber, da möchte er es wissen. Was zeigt er hier? Attacke Nummer 1 auf Soper. Er ist auf der Außenlinie, das geht nicht. Kommt jetzt aber vielleicht schneller aus dieser Rechtskurve heraus. Im Windschatten hinter dem BMW von Steve Soper, der weit hinausgetragen wird. Dahinter Piero Wendlinger Müller, etwas über die Curbs räubert. Und die erste Runde nähert sich schon wieder dem Ende. Wir sind in dem schnellen Kurvengeschlängel. 228 Kilometer pro Stunde wurde hier gemessen im Training. Eine Mutkurve, wie alle Fahrer sagten. Und Soper macht einen Fehler. Soper mit viel Kontrolle hat er das Auto auf der Strecke gehalten. Da war er fast weg. Und das bei Tempo 228. Soper und Aiello jetzt nebeneinander bei Start und Ziel. Eine ähnliche Situation wie beim Zieleinlauf im Sprint. Das Anbremsen der ersten Kurve aber für Soper die bessere Bahn. Piero dahinter. Da hat er einen Hauch von Fehler gemacht und schon war er um ein Haar abgeflogen. Aiello jetzt innen. Und das ist die Führung für den Peugeot von Laurent Aiello, allerdings nur für wenige Meter. Soper hält erneut dagegen. Jetzt das Anbremsen gleich der nächsten Rechtskurve wird entscheiden, ob Aiello vielleicht die Führung tatsächlich übernehmen kann. Er ist auf der Innenbahn. Und da steht er quer beim Anbremsen, kaum zu glauben. Laurent Aiello, der Spitzenreiter im Rennen, er hat es tatsächlich geschafft, Steve Soper von Rang 1 zu verdrängen. Welch ein Auftakt dieses Rennens für den Franzosen Laurent Aiello, der jetzt die Führung übernommen hat, vor Steve Soper und dahinter die Audi von Emmanuel Piro und Karl Wendlinger. Peugeot ist ja mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet in diese Serie. Man hat den Franzosen auf Anhieb zugetraut, hier vorne mitzumischen. Zolder war dann ein kleiner Rückschlag. Es gab unerwartete Probleme im Rennen. Es gab Reifenschäden bei Aiello und Heger, die verursacht wurden durch eine Aufhängung, die an den Felgen schliff. Und dann auch einen Motorschaden bei Aiello. Die Aussagen des Teams im Renneinsatz ist alles härter. Und da wird schon wieder etwas geräubert über die Wiese. Da war einer der Abt-Audis draußen. Und das Ende der zweiten Runde. Aiello hat 2-3 Wagenlängen Vorsprung auf Steve Soper. Der muss sich inzwischen gegen Emmanuel Piro wehren. Karl Wendlinger auf der vierten Position hat offensichtlich die Ratschläge seiner Audi-Mannschaft beherzigt. Er hat nämlich noch heute früh im Aufwärmtraining darüber gegrübelt, wo er die entscheidende Zeit verliert auf Emmanuel Piro, seinen routinierteren Teamkollegen. Vor allem beim Anbremsen der Schikane vor Start und Ziel, so seine Aussage, verlor er bis zu 0,3 Sekunden. Er bremste zu spät, zu hart, das Auto zu stark runter, während Emmanuel Piro als Tourenwagen-erfahrener Fahrer das Auto quasi rollen ließ durch diese Schikane. Aber in diesem Rennen bisher läuft es gut für Wendlinger. Die
vierte Position vor Jörg Müller und Philipp Peter. Und damit ist Wendlinger der zweitbeste Audi-Fahrer in diesem Rennen. Das Feld wieder sehr eng zusammen. Kaum Abstände zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Die ersten 13 Autos liegen innerhalb von 7 Sekunden. Sekunden die Differenz zwischen Laurent Aiello und Steve Soper, der sich übrigens in den schnellen Kurven immer reinlegt in seinen Peugeot. Der Kopf geht da etwas quer. Er ist klein gewachsen an der Jockeyfigur, dieser Franzose, der unheimlich schnell ist, der auch Testfahrer in der Formel 1 war bei McLaren und Peugeot. Und da knallt es wieder Audi intern. Da geht einer der Abt-Audis fliegen und auch, es müsste Tamara Vidali sein, die da im Kiesbett liegt. Eine Kollision in der Schikane vor Start und Ziel. Das müsste Chris Nissen gewesen sein, der da Tamara Vidali in das Kiesbett gerissen hat. Und das wird den Dr. Ulrich, den Audi-Sportchef, wieder nicht freuen. Schließlich war Tamara Vidali auf der zweiten Position im Sprint in der Meisterschaft. Vidali out nach einer Attacke von Chris Nissen. Es gibt innerhalb der Audi-Mannschaft keinerlei Stallregie. Es gibt nur den Wunsch, Emanuel Pirro in Frieden zu lassen, der ja ganz klar auf den Titel angesetzt ist in diesem Jahr. Aber zwischen den anderen Piloten, auch des Abt und des Werksteams, darf offen gekämpft werden. Allerdings eine solche Situation wie diese Kollision zwischen Chris Nissen und Tamara Vidali, die wünscht man sich natürlich nicht. Also, zwei Audi, Kollisionskurs, das gleiche haben wir schon beim Auftakt in Zolder gesehen. Wir sehen das Ganze jetzt aus der Inboardkamera von Tamara Vidali. Ist der Schlag gekommen von hinten. Da sehen wir Chris Nissen, wie er sich dank Allradantrieb noch einmal aus dem Kiesbett retten kann. Und leider Gottes das Aus für Tamara Vidali. Das Ganze hier noch einmal in der Slow Motion. Ich denke einmal, Chris Nissen hat sich da einfach verbremst, denn eine echte Chance, Vidali zu überholen, hatte er vor dieser Schikane nicht. Und das Safety Car ist draußen. Safety Car in der vierten Runde auf die Strecke gegangen. Der Grund natürlich das Auto von Tamara Vidali, das da mitten in der Schusslinie steht. Und das rückt das Feld, das ohnehin sehr eng zusammen lag, wieder enger zusammen. Das könnte jetzt in der Sache Strategie von entscheidender Bedeutung sein. Jene Teams, die vielleicht auf etwas weichere Reifen gesetzt haben, profitieren jetzt davon, denn sie können nun ihre Reifen schon in der langsamen Fahrt hinter dem Safety Car. Der Emanuel Pirro hat da übrigens ganz brav den Alarmblinker angeschaltet, genauso wie bei einem Stau auf der Autobahn. Für die, die vielleicht noch nicht so oft zugeschaut haben, Safety Car heißt, dass alle Runden zählen, die gefahren werden. Allerdings, es herrscht absolutes Überholverbot. Tamara Vidali hier auf dem Weg zurück in die Boxen. Noch vier, liebe Zuschauer, machen jetzt einen kurzen Boxenstopp. Ich gebe kurz zurück nach München, denn sie verpassen im Augenblick nichts. Da sind wir wieder für Sie in Assen, liebe Zuschauer. Sie haben nichts versäumt. Die Safety Car Phase läuft weiter. In der Box war inzwischen Ivan Capelli. Bei seinem Nissan Primera blieb der Gaszug hängen. Vielleicht war es ja ein ähnliches Problem, was den Chris Nissen in das Heck von Tamara Vidali befördert hat. Dazu aber jetzt nähere Informationen von Wolfgang Rother. Ja, ich habe hier Gäste in der Boxengasse. Zuerst mal eine traurige Tamara Vidali. Tamara, what had happened? Es war eine sehr gute Automarken-Spielen. Okay, ich weiß nicht. Ich habe mein Auto gesehen in the Sand und ich weiß nicht, aber das sind die Rennen. It was Chris Nissen behind you. Are you angry on him? No, no, no. Ich bin nicht angry with him. Es ist, das kann happen. Das sind Rennen. Es gefällt mir fahren und ich weiß, das kann sein in einem Rennen. Das kann sein in einem Rennen, aber ich kenne einen, dem das ganz bestimmt nicht gefällt und das ist der Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich. Ja gut, ich meine, das war sicherlich ein Rennunfall, wie er immer wieder passiert. Chris hat ganz einfach zu spät gebremst, so wie ich es gesehen habe. Man hat gesehen, seine Räder haben blockiert und dann hat er Tamara vor sich rausgeschoben. Es ist natürlich immer schlecht, wenn das unter Markenkollegen passiert, aber jeder möchte dieses Rennen so gut wie möglich abschließen und das kann ganz einfach passieren. Wenn man 6 siegfähige Audi im Feld hat, ist das nicht natürlich, dass es ab und zu mal kracht? Ja gut, natürlich ist es
sicherlich nicht. Jeder sollte ja doch versuchen, das Rennen ohne Kontakte für sich entscheiden zu können. Das gilt nicht nur unter den Audi-Fahrern untereinander, sondern generell. Besonders gilt es natürlich innerhalb einer Mannschaft. Okay, diese Parole wird bestimmt gleich über den Bordfunk durchgegeben. Zuerst mal zurück zu Thomas. Ja, vielen Dank Wolfgang Rother für diese Informationen aus der Boxengasse. Audi Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich, erstaunlich gelassen. Aber hat eh einiges mitgemacht in den letzten Tagen, denn es gab eine Entscheidung in der britischen Tourenwagenmeisterschaft, dass nämlich dort die Audi A4, die schon 4 der ersten 6 Rennen gewinnen konnten, ab dem nächsten Rennen 30 Kilogramm zuladen müssen. Das aufgrund der Erfolge. Während der Laura Aiello hier gerade mild driftend über die Strecke fährt, um seine Hinterreifen auf Temperatur zu halten. Das ist immer das Problem eines frontgetriebenen Autos. Und diese Gewichtszuladung, die gibt es auch in der italienischen Supertourenwagenmeisterschaft ab dem nächsten Lauf. Also dort wird das Leben für die Audi A4 wesentlich härter. Im W1 Supertourenwagen Cup ist das im Augenblick kein Thema, diese Gewichtszuladung für den Audi A4. Hier hält man sich absolut an das Reglement der FIA. Der Safety Car immer noch mit Blinklichtern unterwegs. Für alle, die mit dem Reglement nicht ganz so vertraut sind, die Experten. Erst wenn das Licht aus ist an dem Safety Car, dann gibt es noch eine Runde und das ist jetzt passiert. Exakt eine Runde müssen die Fahrzeuge jetzt noch im Gänsemarsch hinter dem Safety Car herfahren. Absolutes Überholverbot und dann ab Start und Ziel, ab der Linie bei Start und Ziel darf wieder überholt werden. Dann haben wir 8 Runden in diesem Rennen gefahren. Das ist quasi ein Neustart, den wir dann erleben, allerdings mit etwas besseren Karten für die ersten Fahrer auf der Strecke, denn Laurent Aiello speziell kann das Tempo bestimmen, ab dem Moment, ab dem das Safety Car in die Boxengasse fährt. Und wir nutzen jetzt noch einmal diese letzte Runde vor dem Restart, kurz in die Boxengasse zu schalten. Jean-Paul Boulanger vom Peugeot. Hektisch geht es hier zu an der Boxenmauer bei Peugeot. Herr Boulanger, Sie müssten eigentlich ja total zufrieden sein. Zweiter Einsatz und jetzt schon ganz vorne. Ja, natürlich kann man bei diesem Ergebnis zufrieden sein, wobei es kein Ergebnis ist, weil wir sind in einer Pace-Car-Phase und das Rennen ist natürlich noch nicht beendet. Wir müssen warten, aber aufgrund des Sprints, das heißt zweite Position, ganz knapp hinter BMW, das war wirklich ein spannendes Rennen und wir müssen jetzt noch abwarten, den Ablauf dieses Rennens. Was war jetzt gerade so hektisch hier? Nein, es war keine Hektik. Auch da gibt es perfekte Kommunikation und wir sind ja im Sport und Laufen gehört dazu. Vielen Dank, Herr Boulanger, Peugeot-Sportchef, der sicherlich glücklich ist über den bisherigen Verlauf. Und ich glaube, es geht gleich zurück hier auf die Startzielgerade zum Neustart. Ja, Peugeot hat sehr viel frischen Wind gebracht in diese Szene. Es ist eine absolute Bereicherung. Nicht nur ein Farbtupfer im Feld mit diesen gelben Fahrzeugen von Laurent Aiello und Alfred Jäger. Es ist eine professionelle Mannschaft, die zwar gar nicht so groß ist, es sind gerade einmal 25 Mann, die sich in Paris rund um die Uhr mit dem STW-Projekt beschäftigen, aber diese Truppe arbeitet sehr professionell, hat auch schon in der Rallye-Weltmeisterschaft und in anderen Disziplinen für Furore gesorgt. Und jetzt geht es wieder los. Und Laurent Aiello hat das absolut richtig gemacht, hat früh beschleunigt, während Steve Soper sich jetzt sogar verteidigen muss gegen Emmanuel Pirro. Aber ihr kennt ja schon diese Innenlinie in der ersten Kurve, bleibt vor Pirro. Dahinter wird Philipp Peter angegriffen von Klaus Niedzwitz und jetzt Pirro neben Steve Soper. Wieder nebeneinander in diesem langen Kurvengeschlängel. Diese Passagen, die bis zu Tempo 230 raufgehen. Soper auf diesen Stellen normalerweise der Schnellere mit seinem BMW, aber Pirro jetzt beim Anbremsen nach dieser Rechtskurve auf der besseren Linie. Und Pirro, der Tabellenführer, geht vorbei an Steve Soper. Damit jetzt der beste Audi auf der zweiten Position. Damit hatte Emmanuel Pirro gar nicht gerechnet, denn er hat nach dem Training gesagt, wir Audi-Fahrer können hier in Assen überhaupt nicht überholen. Wir dagegen werden überholt werden von den anderen, denn auf den Geraden ist die Differenz einfach zu groß. Aber es sieht im Rennen nicht mehr so schlimm aus wie im Training, wo die Differenz teilweise bis zu 10 km/h betrug. Inzwischen die Topspeed von Steve Soper 220 km/h, die von Emmanuel Pirro 216. Sind wieder ein paar Brocken geflogen, doch sehr weit nach außen gefahren wurde und Blessuren gibt es hier am Auto von Philipp Peter. Er hat irgendwo angetitscht in dieser Anfangsphase nach dem Restart. Peter, der sich vor Klaus Niedzwitz hält und dahinter kommt wieder einer der Abt-Audis, das ist Christian Abt, der sich hier reinbremst bei Klaus Niedzwitz und der hat jetzt etwas abgekürzt über die Schikane.
Davon profitiert jetzt Alexander Burgstaller, der sich vorbeischiebt an Christian Abt. Burgstaller jetzt auf der 8. Position. Ich denke mal, dass die Rennleitung mit Christian Abt gnädig verfahren wird, denn er hat sich keinen Vorteil dadurch verschafft. Er hat sich einfach etwas verbremst, war zu spät auf der Bremse, der Schikane war etwas zu optimistisch bei dem Angriff auf Klaus Niedzwitz. Denn normalerweise steht auf das Abkürzen der Schikane eine knallharte Strafe, nämlich eine Stop-and-Go-Strafe. Alexander Burgstaller mit einer frischen Scheibe unterwegs. Er hat da einen Steinschlag abbekommen im Sprint. Das Problem am Start dagegen war eine rutschende Kupplung. Deswegen Alexander Burgstaller im Sprint auf der enttäuschenden 9. Position im Ziel. Er wird es eilig haben, an Klaus Niedzwitz vorbeizukommen. Aber die Honda Accord auf den Geraden gewöhnlich sehr, sehr schnell. Burgstaller hängt dann an einem Sandwich zwischen Klaus Niedzwitz, Honda Accord und Christian Abt. Im Audi A4 und er wird sehr weit rausgetragen. Fährt er mit dem linken Hinterrad über die Wiese. Also die BMW-Fahrer müssen richtig kämpfen hier in Assen, obwohl sie im Training so schnell waren. Der Abstand zwischen dem führenden Noraya Aiello und Klaus Niedzwitz, die hier auf der 7. Position geführt wird, war gerade eingeblendet, knapp 7 Sekunden. Und Niedzwitz verteidigt sich, fährt ganz dicht heran an die Boxenmauer und auch Alexander Burgstaller, der da fast die Tafel mitreißt an der Box. Ganz innen. Schön zu sehen hier übrigens die Verkleidungen an den Felgen des BMW. Damit hofft man bei BMW ein paar Zehntelkilometer Geschwindigkeit auf den Geraden zu gewinnen. Und dort sind die Honda Accord deutlich schneller. Niedzwitz beim Herausbeschleunigen sofort wieder ein, zwei Wagenlängen vor dem BMW von Alexander Burgstaller. Hier um die 7. Position, die Klaus Niedzwitz im Augenblick innehat. An der Spitze hat sich Laurent Aiello weiter absetzen können von Emmanuel Pirro. Abstand jetzt 2,1 Sekunden. Dahinter Sauber, Wendlinger, Müller, Peter, Niedzwitz, Burgstaller, Abt und Alfred Jäger, der Teamkollege von Laurent Aiello, ist also der Letzte in der Top 10. Also etwas Rätselraten hier nach dem Training. Ich sagte es Ihnen vorhin, bei den Testfahrten vor der Saison in Assen war man sehr, sehr schnell. War sogar die allerschnellsten auf der Strecke. Aber dort herrschten etwas andere Bedingungen. Es war etwas wärmer und man hat inzwischen festgestellt, dass auf den langen Geraden leichter Rückenwind herrschte. Und das hat dann die Werte doch etwas verfälscht im Vergleich zu dem heutigen Wochenende, wo es ganz andere Rundenzeiten zu notieren gab als bei den Tests. Trotzdem Honda in diesem Jahr, im letzten Jahr als Neuling dabei im STW Cup, sicherlich irgendwann für Siege gut. Wobei das Ganze natürlich auch eine Reifenfrage ist. Die Honda Accord als einzige Werksautos im Feld mit Reifen des japanischen Herstellers Yokohama. Und der liebt es besonders bei heißen Temperaturen, während die Fahrzeuge mit Michelin-Reifen unterwegs sind, auch mit Dunlop bei kühlem Wetter besser bereift sind. Und jetzt Attacke von Christian Abt auf Alexander Burgstaller und der rodelt durch die Wiese. Es läuft wieder nicht nach Plan für den Junior aus Bayern, der jetzt in die falsche Seite in den Rückenspiegel geschaut hat. Er hat gesucht den Honda Accord hinter sich, den Armin Hane, der jetzt vorbeigefahren ist und wieder einen Platz verloren für Burgstaller. Und dahinter stellt sich auch schon der Opel Vectra von Marco Werner an, der wie gesagt heute früh im Aufwärmtraining sensationell in der Top 3 auftauchte, obwohl es im Sprint dann das Problem gab mit dem Gasgestell. Burgstaller also zurückgereicht hier um einige Plätze. Und es gibt inzwischen eine Stop-and-Go-Strafe zu vermelden. Auch das betrifft einen BMW-Fahrer, während jetzt hier Jörg Müller sich heroisch, möchte ich sagen, vorbeischiebt an Karl Wendlinger, einen Audi auszubremsen. Das ist schon eine ganz unglaubliche Sache. Die Audi sind normalerweise auf der Bremse die absolut schnellsten. Und da hat sich der Karl Wendlinger irgendwie überraschen lassen. Jörg Müller im Drift vorbei in der Spitzkehre auf die 4. Position. Ein Husarenstück von Jörg Müller, der im
auffällt, ist, nachdem er am vergangenen Wochenende bei seinem Debüt in der Formel 3000 auf dem Nürburgring im Marco-Team den fantastischen zweiten Platz belegte. Er ist noch auf der Suche nach Sponsorgeldern, um sich die weitere Formel 3000-Saison finanzieren zu können. Vielleicht helfen mir auch diese Einsätze hier, um Sponsoren zu finden. Hier noch einmal die Wiederholung des Burgstaller-Ausrutschers. Da gab es eine leichte Rangelei mit Christian Abt und dann musste Burgstaller den weiten Weg über die Wiese wählen. Burgstaller inzwischen zurückgefallen auf die 11. Position. Dirk Müller dagegen vor Karl Wendlinger und Philipp Peter auf Rang 4. Klaus Niedwitz gibt da ein Zeichen an Christian Abt, der winkt ihm förmlich. Das wird den Christian Abt etwas mehr anspornen, diesen frechen Honda-Fahrer vielleicht doch irgendwann aufzuschnupfen. Der Klaus Niedwitz hat da auch gutes Winken auf den Geraden. Dort sind die frontgetriebenen Autos einfach deutlich schneller als die Allradler. In der Schikane, haben Sie es gesehen, da ist der Audi wieder dran. Da liegt doch jetzt schon eine ganze Menge Dreck auf der Bahn. Dort da hinten hat es mächtig gerumpelt in der Schikane. Gerade am Bildrand noch zu sehen gewesen, eine Kollision in der Schikane. Das Ganze spielte sich hinter Christian Abt ab. Und das war dann Alexander Burgstaller, der dort mit Armin Hahn aneinander geraten ist. Und es gibt ja heute ein schwarzes Wochenende. Also für den Mann aus München, für Alexander Burgstaller, den 26-jährigen Bayern, der im letzten Jahr auf dem Nürburgring seinen ersten Sieg bei einem STW-Cup-Rennen gefeiert hat. Burgstaller an diesem Wochenende extra mit einem neuen Helm ausgestattet, weil er sagte, an dem alten Helm, da klebte das Pech. Nach dem Training sah es so aus, als würde es für Burgstaller auch helfen. Und auf dem Weg an den Boxen, zu Fuß, ohne Auto, inzwischen auch Alfred Heger, der also aus der Top 10 ebenso verschwunden ist wie Alexander Burgstaller und Armin Hahne. Reichlich Action hier auf den Positionen um die 10. Position. Und ich bin gespannt, wie lange dieser Zweikampf noch gut geht zwischen Klaus Niedwitz und Christian Abt. Hier sehen wir diese Endphase des Kollisions zwischen Armin Hahne und Alexander Burgstaller nicht genau auszumachen, wer da wen letztendlich angeschoben hat. Burgstaller war hinter Hahne. Insofern können wir uns vielleicht an zwei Fingern ausrechnen, wer da wem ins Heck fuhr. Beim STW Cup wird eben knallhart gefahren, um jeden Zentimeter gekämpft. Es tun auch diese beiden Herren. Armin Hahne, der Routinier im STW Cup, einer der ältesten Fahrer im Feld, einer der erfahrensten. 40 Jahre ist der alte Mann aus Mörs, der inzwischen in Monte Carlo wohnt. Und Christian Abt, der Neuling im STW Cup, jetzt wieder ganz innen auf dem Weg in die Spitzkehre. Bei Bremsen, da kommt er immer ran. Und Sie haben vielleicht den Wagen von Alfred Heger, da stehen Sie gerade am Streckenrand in dieser ersten Spitzkehre. Die Meldung aus der Boxengasse, per Funk übermittelt, Motorschaden am Peugeot. Da wird jetzt Hektik ausbrechen an der Peugeot-Box. Es gab einen Motorschaden in Zolder bei Laurent Aiello. Und dieser Laurent Aiello führt im Augenblick das Rennen an. Zeitvergleich gerade zwischen Christian Abt und Klaus Niedwitz in der letzten Runde. Hat Christian Abt etwas am Boden gut machen können, wieder auf Niedwitz 13 Sekunden. Speziell beim Bremsen, da kommt der Audi-Privatfahrer immer wieder heran. Immer wieder sucht Christian Abt nach einem Weg vorbei an dem Honda Accord von Klaus Niedwitz. Aber, das ist ganz klar zu sehen an diesen Bildern, auf den Geraden fährt ihm der Honda Accord zu weit davon. Bemerkenswert dieser Auftritt der Abt-Mannschaft, die als Neulinge in den STW Cup hineingekommen sind. Nicht nur Christian Abt, das Fahrer neu, auch das Team neu in dieser hochklassigen Serie. Im letzten Jahr waren wir noch im GT Cup aktiv, aber die Aussagen des Teams, das war doch deutlich eine Stufe niedriger. Der Aufwand doppelt so hoch für diese STW-Serie wie im letzten Jahr für den GT Cup. Aber man hat gute Sponsoren gefunden, um dieses ganze Projekt professionell durchzuführen. Schäden hier am Auto von Alexander Gagl. Der Österreicher, der als jüngster Fahrer im Feld mit 20 Jahren gegenwärtig auf der 22. Position liegt im Auto des Lauterbach-Teams. Hier haben Sie mal einen Eindruck, wie weit man blicken kann auf dieser Rennstrecke von Assen, also von den Tribünen, ist ein Großteil der Strecke einzusehen, ein Großteil dieser sehr schnellen Kurven. Und im Bild ist jetzt der Opel Vectra von Marco Werner, dahinter fährt der Audi A4 von Chris Nissen.
Und das Ganze spielt sich inzwischen auf den Positionen 9 und 10 ab. Hörer und Staune, also Marco Werner von ganz hinten gestartet, jetzt auf Position 9. Da gibt es eine schwarze Flagge. Ich denke, wir werden sehr bald Informationen aus der Box erhalten, für wen diese schwarze Flagge ist. Es könnte sein für Prinz Leopold von Bayern, der meines Wissens seine Stop-and-Go-Strafe noch nicht abgesessen hat. Und die Bestätigung ist eine andere. Es handelt sich um Alexander Gagl, der hier die schwarze Flagge gezeigt bekommt. Ich denke einmal, dass die Rennleitung hier etwas mulmig wurde, weil dieses Teil am Auto von Alexander Gagl herunterhängt und das vielleicht die Konkurrenz gefährdet. Jetzt aber die Bestätigung erneut über Funk, auch Prinz Leopold von Bayern hat die schwarze Flagge bekommen, also Gagl und von Bayern mit der schwarzen Flagge von der Rennleitung aufgefordert, in die Boxengasse zu fahren. Das Ganze spielt sich aber auf den hinteren Rängen im Feld ab. Wir sind wieder drauf auf dem Duell zwischen Klaus Lietzwitz und Christian Abt um die siebte Position. Der Abstand der beiden auf die Verfolger ist relativ groß, aber Lietzwitz und Christian Abt sind nicht allzu weit weg von den beiden Audi A4, die vor ihnen liegen, nämlich Karl Wendlinger und Philipp Peter. Und das ist natürlich eine brisante Situation. Die beiden sind schon im Zoll, der sich gegenseitig ins Kiesbett schubsten, nun wieder direkt hintereinander. Gab es noch einmal Details aus der Boxengasse, also Prinz Leopold von Bayern bekam die schwarze Flagge, weil er in der Einführungsrunde einige Autos überholt hat und dann später seine Stop-and-Go-Strafe nicht abgesessen hat, und Alexander Gagl wurde gewarnt, weil ein Teil an seinem Auto herunterhing, und auch diese Warnung hat er nicht gesehen und deswegen auch für den Österreicher jetzt die schwarze Flagge. Aber das interessiert uns nur am Rande. Spannend wird es hier im Kampf um die Plätze 5 bis 8. Karl Wendlinger, Philipp Peter, Klaus Lietzwitz und Christian Abt auf den Positionen 5, 6, 7 und 8. Dieses Paket schiebt sich immer dichter zusammen. Die schnellsten Runden im gesamten Feld fährt im Augenblick der führende Laurent Aiello, der seinen Vorsprung inzwischen auf 2,7 Sekunden ausbauen konnte auf Emanuele Pirro. Steve Soper inzwischen abgeschlagen auf 5,2 Sekunden. Das wird also wohl nichts mit einer Wiederholung des Siegs aus dem Sprint. Aber dort musste Steve Soper ja auch schon gewaltig kämpfen gegen den Peugeot von Laurent Aiello. Und da raucht es an einem der Audi A4. Das war jetzt ganz deutlich zu sehen, gerade aus dieser Einstellung von hinten. An einem der beiden Audi A4 gerade kurz eine Raufentwicklung. Karl Wendlinger und Philipp Peter sind auch im Augenblick deutlich langsamer unterwegs als Klaus Lietzwitz und Christian Abt hinter ihnen. Wieder leichte Rauchwolken. Das müsste das Auto von Philipp Peter sein, das diese Wolken absondert. Jawohl, wieder zu sehen, es raucht am Heck von Philipp Peter. Und der Rauch wird immer stärker. Da dürfte der Österreicher Probleme haben, seine sechste Position zu verteidigen. Klaus Lietzwitz fährt auch schon auf einer anderen Spur, um nicht das ganze Öl, das da herausgespritzt wird, abzukriegen. Und ausgeritten gerade Michael Heigert, ein überrundeter Fahrer, der auf der 22. Position fährt. Hier gibt es eine Zeitlupeneinspielung. Noch einmal der Michael Heigert, der sich hier gedreht hat. Das Ganze war eine haarige Situation übrigens für Laurent Aiello, der also auf der ersten Position liegend fast in diesen Dreher verwickelt wurde. Die Rauchzeichen am Auto von Philipp Peter werden immer stärker und Klaus Lietzwitz jetzt schon dran am Heck des Audi. Haben sie Platz genommen im Honda Accord von Klaus Lietzwitz und sie sehen bereits, dass die Scheibe deutliche Spuren zeigt dieses Öls, das der Philipp Peter auf die Frontscheibe wirft. Und Klaus Lietzwitz wird froh sein, sollte er jetzt schnellstmöglich einen Weg vorbei am Audi finden. Und das ist jetzt der Fall. Lietzwitz vorbei an Philipp Peter.
der deutliche Probleme hat, jetzt dann 19 Runden in diesem Rennen gefahren sind. Jetzt wird im Honda Accord damit in die ersten sechs Positionen hereingefahren. Er visiert also ein ähnliches Ergebnis an wie beim Auftaktrennen im belgischen Zolder. Während Philipp Peter jetzt nur noch darauf hoffen kann, dass sein Audi die letzten Runden noch halten wird. Aber es sind immer noch 7 Runden zu fahren hier in Assen. Und das wird eng für den Österreicher. Spitze weiterhin Laurent Aiello, 2,2 Sekunden sein Vorsprung auf Emmanuel Piro, den Tabellenführer im Audi, der mit diesem zweiten Platz mehr als zufrieden sein wird, denn er hat gesagt, ich will heute überhaupt nichts riskieren auf dieser Strecke, die uns nicht liegt, und ich möchte nur möglichst viele Punkte im Titelkampf mit nach Hause nehmen. In diesem Kampf ist im Augenblick Laurent Aiello kein Gegner, er hat nämlich aus dem belgischen Zolder die beachtliche Punktzahl von gerade einmal einen Punkt mit nach Hause gebracht. Für sein Ergebnis im Sprint, im Rennen, Sie wissen es ja vielleicht, gab es dann einen Motorschaden. 6 Runden noch zu fahren hier in Assen. Der Abstand auf Emmanuel Piro in der letzten Runde etwas geschrumpft. 1,29,1 die Runde von Laurent Aiello, 1,28,6 von Emmanuel Piro. Es könnte nun natürlich reichlich Öl auf der Strecke liegen, das von Philipp Peter auf die Bahn geworfen wird. Und das ist ein Vorteil für die allradgetriebenen Audi A4. Auch Christian Abt ist inzwischen vorbeigefahren an Philipp Peter und inzwischen die Meldung aus der Boxengasse. Er ist in die Box eingebogen. Und da sehen wir ihn bereits, er steht an der Box. Und da gibt es nicht mehr viel zu tun für die Mannschaft des Audi-Teams. Peter auch noch beim Einbiegen in die Boxengasse über einen Presslufthammer gefahren. Den hat er da mitgenommen. Und Peters Audi A4 wird zurückgeschoben in die Box. Ein technischer Defekt bei Audi, das gibt es nicht allzu oft. Aber es kann natürlich mit der Fahrweise zusammenhängen, wie hier zwischen Alexander Burgstaller und Armin Hane, die sich vorhin schon in die Quere geraten gekommen waren und sich jetzt wieder aneinander anlehnten. Das Ganze spielt sich auf den Positionen 18 und 19 ab, also da geht es sozusagen um die goldene Ananas. Aber alle beide haben offensichtlich einen dicken Hals aufeinander auf die Konkurrenten, die sie hier neben die Strecke befördert hatten. Für Armin Hane und Alexander Burgstaller jedenfalls ein Renntag zum Vergessen. Noch einmal diese Situation. Burgstaller schiebt sich da innen an Armin Hane vorbei. Das Auto bricht aus. Burgstaller muss korrigieren und schon trifft er wieder Armin Hane. Da fliegen wieder einige Kleinteile. Also anlehnungsbedürftige Fahrweise hier in Assen von Alexander Burgstaller. Ein Blick zurück ins weiter hinterliegende Feld. Franz Engstler auf der 13. Position schlägt sich nach wie vor wacker. Da hinten auf Platz 14 Sascha Maaßen. Der kommt von ganz hinten in der Starterstellung, genauso wie Franz Engstler, nachdem es am Anfang also Probleme gab für den Nissan Primera. Und achten Sie mal auf den Frontspoiler von Sascha Maaßen, der hängt da runter. Und dieses Problem gab es bei Nissan und speziell am Auto von Sascha Maaßen hier in Assen bereits im Training. Immer wieder touchierte der Frontsplitter, wie er genannt wird, den Boden. Und auch die Motorhaube am Nissan Primera von Sascha Maaßen, die ist etwas lose. Der beste Nissan liegt auf der 11. Position, Anthony Reed, der sich den Fehler geleistet hatte im Sprint, und Sascha Maaßen jetzt gerade heftig am Trudeln gewesen, musste seinen Nissan Primera bändigen, um nicht von der Straße zu rutschen. Ja, es sieht nicht ganz so schlimm aus für Nissan hier im Rennen wie zuletzt im Zolder, obwohl es verwunderlich war, dass die Mannschaft der Scuderia Italia und von Nissan Motorsports Europe zwischen dem letzten Rennen, also zwischen Zoll und Assen, kein einziges Mal getestet hat. Auch Peugeot hat nicht getestet nach Zolder, aber dort gab es andere Probleme zu lösen. Das Auto in Zolder schon sehr schnell. Draußen dagegen in diesem Rennen Philipp Peter, und der steht jetzt vor unserem Mikrofon.
Leider nicht der schnellste, aber der stärkste Raucher auf der Strecke heute. Philipp Peter, was war los am Audi? Ja, ich muss sagen, es lief eigentlich sehr gut. Ich habe dann auch von Karl aufschließen können, habe gesehen, dass er eigentlich auf der Geraden, er und der Jörg Müller, immer mehr wegfuhren. Dann habe ich schon gesehen, mir fehlen die Drehzahlen. Also ich gehe davon aus, dass irgendwas am Motor nicht stimmt. Wenn ich raten darf, ich glaube, es war so viel Dreck auf der Strecke. Wir haben so viel gefeiert und so viel Dreck auf der Strecke, dass irgendwas im Motor reingekommen sein muss. Und das war dann mein Auffall. Aber ich möchte mich nicht festlegen und müssen es noch checken. Okay, vielen Dank zum Rennen. Die Phase der Überrundungen läuft inzwischen. Laurent Aiello mit aufgeblendeten Scheinwerfern unterwegs. Sein Vorsprung auf Emmanuel Pirro relativ beruhigend, 3 Sekunden. Aber er darf natürlich nicht zu lange hinter einem Überrundeten hängen. Vorbei jetzt an Marc Kindorf. Denn der Abstand von 3 Sekunden, der reicht vielleicht noch nicht, um die letzten 3 Runden hier in Assen zu überstehen. In die Box eingebogen, Ivan Capelli, der einen Platz hinter Sascha Maaßen auf der 15. Position lag. Erneut Probleme also für den Nissan Primera. Aber wenigstens Anthony Reed auf Platz 11 und Sascha Maaßen auf Platz 14 noch dabei. Unverändert die Reihenfolge in diesem internen Zweikampf zwischen Klaus Niedzwitz im Honda Accord und Christian Abt, dem besten Privatfahrer, auf den Positionen 6 und 7. Sie sind in den letzten Runden nicht mehr näher herangekommen an Karl Wendlinger, der mit diesem 5. Platz bei seinem 2. Einsatz im STW Cup sicherlich sehr zufrieden sein wird, nachdem er, wie gesagt, in Zolder und auch hier im freien Training und nach dem Zeittraining darüber rätselte, wo er den Boden verliert. Capelli inzwischen an der Box ausgestiegen aus seinem Nissan Primera. Elektronikprobleme werden uns vermeldet. Das ist ein Nullergebnis für den Italiener, den ehemaligen Ferrari Formel 1 Piloten, der sich nach diesem Rennen hier in Assen mit Sicherheit in der Hospitality der Scuderia Italia vor dem Fernseher setzen wird, um sich den großen Preis von Monte Carlo der Formel 1 anzuschauen. Die letzten Runden laufen hier in Assen. Die Positionen sind inzwischen weitestgehend bezogen. Eng könnte es noch werden hier zwischen Chris Nissen und Marco Werner, der sich prächtig geschlagen hat in diesem Rennen. Man darf sich gar nicht ausmalen, wo Marco Werner jetzt liegen könnte, wenn er nicht im Sprint dieses Pech gehabt hätte mit seinem Gaspedal. Werner auf der 9. Position mit dem Opel Vectra, der umgebaut wurde vom Holzer-Team auf deutschen Stand. Ein Auto, wie es sonst in der britischen Tourenwagenmeisterschaft eingesetzt wird, von dem dort amtierenden Meister John Cleland. Ein Fahrzeug, das viel Potenzial hat. Die Holzer Mannschaft ist sich sogar sicher, im Laufe der Saison irgendwann einen Sprung auf das Siegerpodest schaffen zu können. So wie es ja Chris Nissen in Zolder gelang. Und Marco Werner, der ja den Formel 3 Grand Prix von Monte Carlo schon einmal gewinnen konnte, ist jetzt ganz dicht dran am Audi A4 von Chris Nissen. Der immer wieder in den Rückspiegel schaut und den schnellen Opel Vectra, der auf den Geraden zu den schnellsten Autos zählt, jetzt neben sich hat. Werner attackiert Nissen. Leichtes Anlehnen in diesen schnellen Kurven. Nissen jetzt beim Anbremsen auf der besseren Linie. Werner muss noch einmal zurückstecken. Also auch um einen 8. Platz im STW Cup wird hart gekämpft. Aber hier geht es auch um die Privatfahrerwertung, die das Holzer-Team mit Marco Werner diesen Jahr gewinnen möchte. Allerdings mit dem Abteam hat man da einen extrem harten Gegner. Das werden spannende letzte 2 Runden zwischen diesen beiden Piloten. Nissen und Marco Werner, die beide aus dem Formelsport kommen. Nissen mit größerer Tourenwagenerfahrung als sein Verfolger. Letzte Runde inzwischen für Laurent Aiello. Da dürfte doch nichts mehr anbrennen für den gelben Löwen aus Paris, der bei seinem 2. Einsatz im STW Cup hier doch tatsächlich das Husarenstück schafft und den ersten Sieg für Peugeot in dieser Rennserie herausfahren soll. Es wäre der erste Sieg eines Fronttrieblers in dieser Rennserie. Bisher ausschließlich Siege für BMW und Audi. Es gab zwar schon in den Sprintrennen Erfolge für Nissan auf der Berliner Argus bei diesem denkwürdigen Rennen, das von dem tödlichen Unfall von Kiesedor überschattet wurde und auch von Ford auf dem Nürburgring, aber über die 100 Kilometer Distanz hat es bisher noch nie ein Fronttriebler geschafft, im STW Cup einen Sieg nach Hause zu fahren. Laurent Aiello. Das ist der Name, den sich die deutschen Fans merken werden müssen. Ein Typ wie Jacques Villeneuve, hat gestern einer gesagt, unscheinbar klein, er kann kaum
über das Armaturenbrett seines Peugeot 406 rausschauen, aber er beißt förmlich in das Lenkrad, ist unglaublich schnell, hochmotiviert und gleichzeitig ein netter Kerl, mit dem jeder gerne ein Fläuschen im Fahrerlager hält. Ein neuer Star wird geboren im STW Cup, Laurent Aiello und der Peugeot 406. Die Franzosen können überaus zufrieden sein. Genau das hatte man vom Peugeot erwartet und das ist der Fall. Laurent Aiello schafft es. Der erste Sieg eines Fronttrieblers im STW Cup geht an den gelben Peugeot. Emmanuel Pirot holt Platz 2, Steve Soper Dritter, ist in der Schlussphase noch sehr nah dran gekommen an Emmanuel Pirot. Dann Jörg Müller, guter Vierter. Karl Wendlinger schafft den 5. Platz vor Klaus Lietzwitz, der sich freut über Rang 6. Christian Abt auf der 7. Position, wiederum der beste Privatfahrer. Und den Kampf um den 8. Platz zwischen Chris Nissen und Marco Werner, den entscheidet Chris Nissen für sich. Da jubelt er im Cockpit, der Laurent Aiello. Da hängt etwas Nebel über der Rennstrecke. Da hat es noch etwas Probleme gegeben für irgendeinen anderen Fahrer in der letzten Runde. Keine Probleme gab es diesmal für den Peugeot 406 von Laurent Aiello. Da hat man in Paris also die Hausaufgaben in den letzten 14 Tagen hervorragend gelöst, hat die kleinen Schwierigkeiten, die es im Zoll da gegeben hatte, aussortiert mit den Felgen, mit dem Motor. Laurent Aiello ist also der strahlende Sieger an diesem Car. Das war noch nicht alles aus Assen, liebe Zuschauer. Ergebnis, Interviews, alles weitere gibt es nach einer kurzen Pause. So. Willkommen zurück in Assen. Die 26.000 Zuschauer haben den ersten Sieg eines Fronttrieblers im STW Cup gesehen. Peugeot-Pilot Laurent Aiello schaffte es. Er siegte vor Emmanuel Pirot und Steve Soper. Dieser Erfolg sicherlich ein Ansporn für Ford und Nissan, die jetzt sehen, wie man einen Fronttriebler vielleicht konstruieren muss, um hier einen Sieg im STW Cup herauszufahren. Das Ergebnis: Laurent Aiello gewinnt vor Emmanuel Pirot. Steve Soper mit dem BMW auf dem Siegerpodest, Jörg Müller Vierter, sicherlich etwas Enttäuschung bei BMW. Dahinter Karl Wendlinger als zweiter Audi-Werksfahrer in den Punkten. Klaus Nielswitz im Honda Sechster, bester Privatfahrer wieder Christian Abt. Und bemerkenswert finde ich die Leistung von Marco Werner mit dem Opel Vectra auf den tollen 9. Platz. Roland Asch im Ford, auch das ein Lichtblick, möchte ich einmal sagen, für die Kölner auf dem 10. Platz. Anthony Reed knapp dahinter auf Platz 11 im besten Nissan, also es geht etwas aufwärts bei Ford und Nissan, auch wenn der Weg zu Peugeot an die Spitze sehr weit sein wird. Franz Engstler im Alpha, auch er schlägt sich wacker auf Platz 13 vor Sascha Maaßen und Armin Hane. Das also das Ergebnis hier in Assen. Der Emmanuel Pirot hat damit natürlich seine Führung in der Tabelle verteidigt, während hier der Peugeot von Alfred Heger, der ausgeschieden ist, weggeschleppt wird, haben wir den Sieger Laurent Aiello bereits für Sie vor dem Mikrofon. Congratulations, first win in the German Super Touring Car. Der erste Sieg. What's your feeling right now? Welches Gefühl hat er? Ich bin glücklich für das ganze Team. Es war eine große Herausforderung für uns, hierher zu kommen. Der Kampf hier ist unglaublich hart. Es gibt so viele starke Fahrer und starke Teams. Es war sehr harte Arbeit, zwei Autos in sehr kurzer Zeit vorzubereiten für diese deutsche Meisterschaft. Und ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass wir das geschafft haben. Sie waren heute sehr, sehr stark. Vor allem der Kampf mit Steve Soper war sehr gut. Sind Sie müde nach diesem Kampf? Nein, eigentlich nicht. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt nicht müde bin. Aber im Augenblick ist es in den Autos nicht so heiß, weil das Wetter nicht so heiß ist. Es wird sicherlich noch heißer werden. Denken Sie jetzt an den Titel? Ich glaube noch nicht. Die Herausforderung war, ein paar Rennen zu gewinnen. Das haben wir jetzt geschafft. Jetzt müssen wir weiter gucken auf die Meisterschaft. Vielleicht schaffen wir es ja. Warum nicht? Natürlich möchte ich es. Vielen Dank, Laurent Aiello. Er hat sich den Champagner redlich verdient, aber auch bei Audi sieht die Welt eigentlich nicht so schwarz aus. Ich bin schon im ersten Lauf, bin ich sehr zufrieden, weil ich bin als 10. gestartet, 5. ins Ziel gekommen, habe mich vor den ganzen Manöver und Kämpfe rausgehalten und habe ein ganz gutes Rennen gehabt. Im zweiten Lauf bin ich nicht zufrieden, weil das Auto
zu viel übersteuert hat und deswegen bin ich also den Jörg Müller vor mir gar nicht mehr nachgekommen und habe mich nach hinten ziemlich hart absichern müssen. Dann also erster Lauf war gut, zweite war nicht gut, da muss ich noch mehr an der Abstimmung arbeiten. Die Siegerehrung im vollen Gange, wir hören der Nationalhymne zu. Da haben wir die drei Erfolgreichen auf dem Podest, Laura Aiello in der Mitte, Emanuel Pirro links und Steve Soper rechts. Ja, neue Töne, die wir uns hier gewöhnen müssen im STW Cup. Die französische Hymne, vielleicht nicht zum letzten Mal in diesem Jahr, denn diese Leistung von Laura Aiello im Sprint, im Rennen, im Training, die war doch sehr eindrucksvoll. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf anderen schnellen Rennstrecken genauso gut laufen wird für den kleinen Franzosen. Emanuel Pirro hat mit diesem zweiten Platz allerdings einen weiteren Schritt nach vorne gemacht in Richtung Titel. Denn seine Aufgabe in diesem Jahr ist ja, die Meisterschaft für Audi einzufahren. Man möchte nicht nur Halbzeitmeister werden, wie in den letzten beiden Jahren, als Frank Dieler jeweils in den letzten Rennen den Titel noch verlor an BMW. Und Steve Soper hat immerhin den Sprung geschafft auf das Siegerpodest. Die große Ehre aber gebührt heute dem kleinen Laurent Aiello mit dem gelben Overall. Er steht ganz oben auf dem Podest. Jetzt flüchten die Girls des Sponsors D&W, denn jetzt kommt gleich die obligatorische Sektdusche. Ja, da war der Laurent Aiello nicht schnell genug. Auf der Strecke war er am schnellsten, aber bei der Siegerehrung, bei der Sektdusche, da haben ihn Emanuel Pirro und Steve Soper geschlagen. Drei Marken auf dem Siegerpodest, Peugeot, Audi, BMW. Das lässt hoffen für den weiteren Verlauf der Saison. Es ist wesentlich enger hier zugegangen in Assen als noch beim Saisonauftakt vor 14 Tagen in Zolder. Und ich denke, dass auch bei Nissan...